Ding und willkommen zu einer weißen Nebelwand. Ich dachte schon, das Bild ist stehen geblieben bei mir. Ich hatte jetzt schon Angst, dir das beichten zu müssen. Nee. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Was geht? Ist einfach der gute Nebeleffekt von diesem Spiel. Ist das stark, was die Switch kann, so an Nebeleffekten. Wir kämpfen gegen Cornelius. Ah, guck mal. Und ihr seid, und ihr dachtet, Cornel kommt nie wieder vor. Ja, seht ihr? Ne, da ist er doch. Da ist er doch, Leute. Hat abgenommen, sieht gut aus. Die Haare grün gefärbt. Alter, jetzt, das wäre ein Knaller. Wenn Cornel so dünn wiederkommen würde, mit grün gefärbten Haaren, ne, hätte so ein Schmetterling dabei, wäre so ein Öko. Das wäre doch was. Vegan, durch und durch, ne, lebt dafür. Ja, das sehe ich passieren. Jetzt können wir Cornel. Das würde aber safe bedeuten, er hätte eine Freundin und die hätte ihn umgemöbelt. Das ist so. Ja. Anders kann das, glaube ich, nicht passieren. Soll ich einfach Korn aus Pappen mitpacken lassen? Jetzt. Nein. Den Ärger machen wir uns hier nicht. Nee, das gibt's nur Stress. Deswegen. So, alles nur Späßchen, wie gesagt, ne? Küsschen, keiner hasst einen, ja, chill mal an Lachs, Alter. So, also, Wollo, wir haben ja noch ein wunderschönes Thema zu besprechen. Haben wir. Und zwar hat Wollo heute endlich, es sind zwar nur alte Bilder, aber er hat neue Bilder geschickt. Ich habe gar nichts gemacht. Nichts habe ich gemacht. Aber er hat endlich die Bilder dahin geschickt. Ein paar alte. Ja, die wir irgendwann mal für Wollo und Cornel tatsächlich damals gemacht haben. Ja, aber hast du da nicht noch mehr von? Junge, das reicht doch. Jetzt haben wir doch erstmal massig unangenehme Bilder von mir. Ne, die können wir erstmal. Weißt du, wie lange wir die ausschlachten können? Warte mal. Ich muss mal gerade noch ein unangenehmes Bild nochmal mir hinschicken, das ich gerade gefunden habe. So. Von mir? Ja, so, bam. Das ist noch super. Ach ja, das. Ach, stimmt. Ja, das ist das Beste. Das liebe ich. Ja, das meinte ich. Sollst du da hinschicken? Ja, warte. Das kann ich sogar. Das müsste ich irgendwo. Ja, wenn du das hast ohne, wäre noch geil. Ich müsste das auch ohne haben. Da muss ich ein bisschen suchen. Tut es leid gerade, Leute. Es ist gerade hier. Es ist gerade. Passieren gerade Sachen, die noch nie im Leben passiert sind. Ich komme neue Folge. Er übertreibt die Lage. Ja, mache ich später, ne? Mache ich jetzt nicht während des Parts. Nein, natürlich nicht. Kannst du das nebenbei raussuchen, schon mal nebenbei? Guck mal, das können wir auch noch nehmen. Oh. Wie unangenehm. Das ist peinlich, Alter, richtig peinlich. Leute, da sitze ich einfach, ne? Da habe ich mein Banjo-Kazooie-T-Shirt an. Das ist auch richtig wild. Und dann im Hintergrund habe ich da so Anime-Pillows und so. Geil. Und aber das Peinlichste an der ganzen Nummer ist tatsächlich. Ist das eine Auge, das zu ist? Nein. Das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Oh, das ist ja. Oh Gott, nein. Das ist meine Sonic Generations-Poster im Hintergrund. Ja, das ist stimmt. Das Peinlichste. Junge, du Arschloch. Wieso hast du so ein. Was? Wieso hast du das? Ich zeig's euch mal ganz kurz einmal im Video. Wenn man mal sieht, welches. Ach, kann ich ja gar nicht. Scheiße. Kann ich gar nicht. Es tut mir leid. Das müssten wir in der Nachproduktion machen, googelt Leute. Einfach und Follow You. Sagen. Googelt einfach Follow You. Es kommt direkt mit am Anfang. Es ist direkt in der ersten Reihe. Googelt einfach Follow You. Ach. Ja. Ja, guck mal, so einfach hätte es auch sein können, ja. Also, Matt Junk, jetzt ist aber auch mal langsam, ne, du faule Sau. Jetzt einfach mal googeln können nach geilen Volo-Bildern. Ja, oder? Die sind ja da. Nein, was ist das für ein Scheiß-Level hier? Das ist, ja, es ist alles voller Nebel. Das ist richtig nervig. Was ich noch viel witziger finde, wenn du Volo-U googelst, wenn du mit Schicken scrollst, siehst du einfach den schlanken Korn. Über den wir gerade gesprochen haben. Nur ohne grüne Haare. Ja, das war ja sogar damals, ja, weiß ich gar nicht. Was war das? Wo wollte ich hinaus? Weiß nicht. So, oh mein Gott, oder den. Oh mein Gott, man könnte natürlich auch den Wollo ausschneiden ohne Bart. Ne? Oh, das ist doch direkt das zweite Bild. Den Wollo ohne Bart? Oder der Mario Wollo, der ist ja hier auch. Oh ja. Ne, man kann den. Der Mario Wollo ist da. Oh mein Gott, der Schlacke. Guck mal. Oh mein Gott, Digga. Der hat aber auch was machen lassen, ne? Ja, da will man machen lassen, denkst du, Frage Korn, oder? Der hat seine Cam gescratcht, sag ich euch, Alter. Alter, da ist sogar meine Krankenkassenkarte jetzt hier abgemeldet. Warum ist da deine Krankenkassenkarte? Das Bild von meiner Krankenkassenkarte, weil ich damals mal zeigen wollte, dass ich Jahre habe wie Saul Goodman. Und hab ich da auch. Oh, ist richtig wild. Alter, was hast du hier für. Ach du Scheiße, ja! Oh mein Gott!
Oh mein Gott! Ja, Leute, googelt mal, ne? Da könnt ihr euch mal gönnen. Könnt ihr euch mal gönnen? Das sind, also, da findet ihr hier Sachen, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der heiße Scheiß, oder? So, das ist, war wieder witzig ganz kurz. Du musst dich jetzt sagen. Wieder zum Ernst. Zum Ernst der Lage wieder zurück, Freunde. Ja, Pokémon Nichts sehen Challenge. Ich weiß halt auch nicht, wo ich lang muss, ne? Hier bestimmt runter. Okay, hier geht's anscheinend runter. Was für ein gutes Konzept! Also, das ist wirklich. Oh mein Gott. Bodenlos, würde man sagen. Ja. Ne? Die Jugend von heute. Oh Mann, 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 Mann. Aber das ist jetzt. Nee, doch nicht. Das wäre jetzt Arenaleiterin vielleicht. Nein, wir sind nicht in der Arena. Nee, oder? Wir sind gar nicht in. Was? Wir sind nicht in der. Das ist einfach draußen. Wir sind nicht in einer Arena. Ach. Du Heilige, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Arena-Gimmick. Nein, 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 wir sind nicht in der Arena. Das ist einfach ein ganz normales Gimmick. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel spielen will. Ich hatte ja sogar vor ein paar Tagen überlegt, ob ich mir das mal doch anmache für privat so ein bisschen. Ja. Und ich dann überrasche, wie gut ich mich auskenne. Mhm. Aber wenn ich das hier auch so sehe wieder... So, aber ich möchte, dass du uns was vorliest. Und zwar gibt es ja natürlich hier auch den... Wusstest du, dass das Wiki-Einträge zu uns beiden gibt? Also Fandom-Wiki? No. Lies die mal vor. Oh, nee. Von uns beiden gibt es die. Wenn wir unseren ganz alten Profilbildern noch. Wir fangen bei mir an. Okay, du hast mir meins zuerst geschickt, aber... Ja, yes, oder fang an, womit ja, ich fange jetzt mit deinem an. Geh los, Leute. Mir ist es egal, womit du anfängst. Ob du anfängst mit irgendwas an. Ricky Mania, in Klammern auch Ricky genannt. Nein. Ist ein Kanal, der am 12.05.2010 gegründet wurde und über 24.000 Abonnenten hat. Stand 30.12.2023. Also ist ja sogar noch voll richtig neu. Das ist ja voll neu. Das ist ja der voll... Wollte auch gerade sagen, ist ja richtig frisch. Er ist am 19.10.1995 geboren. Das stimmt, hat er recht. Videos. Er macht auf YouTube eigentlich nur Let's Plays, gelegentlich auch Vlogs. Das älteste Video, was man... ChatGPT gemacht? Was man auf seinem Kanal finden kann, ist der erste Part eines Kaizo Mario World Blind Let's Plays, was er am 7.01.2012 hochgeladen hat. Habe ich gelöscht. Doch hat er zwar auch schon Videos hochgeladen, die hat er aber alle gelöscht, weil sie ihm zu peinlich waren. Richtig. Er lädt normalerweise 3 Videos am Tag hoch. Ja. Aber momentan ist er nicht mehr so regelmäßig unterwegs. Richtig. Formate, in Klammern Auswahl, Trouble in Terrorist Town. Ja, Mann. Twitch Clips. One-on-one. Habe ich schon lange nicht mehr. Vlogs. Okay. Und Sonntalk. Alter, das kam doch auch schon ewig nicht mehr. Wie viele Folgen Sonntalk gab's denn? Ah, ja, ein paar. 4? 10 oder so? Okay. Wohnort. Ricky Mania wohnte in einem Wohnwagen. Als kleines Kind wohnte er bei seinen Eltern im Wohnwagen. Ja, nee, bekam aber an seinem 10. Geburtstag einen eigenen kleineren Wohnwagen. Der war gar nicht so klein. Dieser Wohnwagen wurde ihm viele Jahre später zu klein. Und er kaufte sich einen größeren. Okay. Das ist einfach, wie scheiße ist. Dann ist er in ein Haus nahe Husum gezogen und macht seine Streams und Videos in einer Gartenhütte. Boah, wie alt ist das? Das ist aber nicht mehr aktuell, Leute. Nee, nee, nee. Beruf. Ricky Mania arbeitete als Schausteller in einem Krebsstand in einem Kaufhaus, wurde aber später Schausteller in einem Jahrmarkt. Naja, das ist ja jetzt auch nicht so ganz... Naja, oder? Nee, hey, eigentlich nicht. Wir waren schon immer auf dem Jahrmarkt unterwegs, so. Naja. Oh. Freunde. Er macht oft Videos mit seinen Freunden. Darunter zählen Mythos of Gaming, Slash Playing, Voloyu, Cornel, My Flashware, Fulltime Games, Blocky, Kaya Yana, etc. etc. kennt man so hier. Mario Bart und so. etc. Aber kennt's. Trivia. Oh, jetzt gibt's die Fun Facts über Ricky Mania, Leute. Das ist wichtig. Da sind die wichtigen, die müsst ihr wissen. Ich bin gespannt. Er ist ein großer Fan von Sonic. Ja, nur von Sonic Adventure 2 eigentlich. Aber erzählen wir weiter. Er hat eine laute Stimme. True. Er mag eher herzhafte Gerichte. Ja. Das ist jetzt witzig. Er war auf der Gaming Club. Ich glaub das nicht. Das ist aber nicht so. Das ich fall in Oma. Ich fall in Oma, Digga. Oh mein Gott. Ich weiß nicht,
Ach so, er ist ein Zinto, steht da. Ist das richtig? Ja, ja, Zinto. Das ist also. Okay. Genau. Da hat er gerade deswegen. Na, egal. Genau. Sein Onkel, Kelle Pangeri, ist ebenfalls YouTuber. Wer? Sein Onkel, Kelle Pangeri. Wer ist das? Ich gehe mal drauf, der hat einen Link. Kelle Pangeri, 27 Abonnenten, 7 Video. Oh, doch, Video. Das ist mein. Oh mein Gott, das ist mein Onkel. Das ist dein Onkel? Hier sehe ich gerade, oh mein Gott. Das ist Onkel Marco. Oh mein Gott, wie zum Fick kann. Macht er das? Macht und er das? Macht er diese Seite? Meinst du, dann hätte er geschrieben, dass du auf der Gaming Clubs Party warst? Weiß nicht, aber den kenne ich wirklich. Das ist mein Onkel, das ist wirklich mein Onkel. Hä? Woher, Oma? Jetzt ist es langsam gruselig. Jetzt ist es gruselig. Ich will gar nicht wissen, was bei mir gleich steht. Okay, weiter geht's. Es gibt noch einen Funfact tatsächlich, der ist auch witzig. Er wurde von Brösel, in Klammern Ferner, wegen Urheberrecht verklagt. Wurde ich wirklich? Ja. Danke nochmal an Kaya, der mir geholfen hat, dagegen vorzugehen mit seinen Anwälten. Ja, das ist eine gute Sache gewesen. Ja, auf jeden vielen Fall. Dank. So, warte, jetzt bin ich bei dir gespannt. Ja, da kann ja eigentlich nichts stehen. Ach du Scheiße, da steht sogar ein richtiger Name. Aber ich habe gerade kurz reingeguckt, da steht sogar ein richtiger Name einfach. Oh, ne. Ja, das wurde hier von irgendjemandem komplett, da steht nur Scheiße. Echt? Ja, 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 da steht nur Scheiße. Nee. Junge, lest du das mal durch. Oh ja, ich lese gerade, ja. Das oberste ist auf Thunder mit Kevin Wallowitz AWP. Sein erstes und meistgeklicktes Video ist Mario Kart. Ist das dein erstes Video? Nein, nein, nein. Ich glaube, du kannst ab zweiten. Das ist auch nicht privat. Achso, ich auch nicht. Ich glaube, du kannst ab dem zweiten kannst abfahren, ab dem zweiten. Das obere ist eigentlich Bullshit. Nein, ich lese das komplett nicht vor. Aber aktuelle Projekte: Mario Kart Wii, Angst vorm Briefkasten, Spiele schmarrn. Junge, das ist einfach nur. Ach so, ich sehe es gerade, okay. Oh mein Junge, Gott. Junge, jetzt guck mal hin, Mann. Jetzt sehe ich es, wer hat das denn gemacht? Warum? Ja, weil. Wenn, ja, weil es viele Fotzen gibt. Das kann jeder bearbeiten, sich. Ach so. Ja, ja, weil es viele Fotzen gibt. Ah, okay, deswegen. Das ist schade. Bei mir war so richtig schön witzige Scheiße drin. Und ja, ja, da ist einfach nur Ruhe. Aber wenn man das selber bearbeiten kann, hat das vielleicht ja, würde ich selber da reingeschrieben, mein Onkel. Das kann sein. Das ist einfach, einfach versuchen, über meinen Namen Promotion zu kriegen. Das ist schade. Aber wir gehen dann auf den scheiß YouTube-Wiki. Ne? Das Leute wirklich nutzen, habe ich auch noch nicht mitbekommen, tatsächlich. In meinem Leben. Dass irgendjemand das wirklich ja, das benutzt. Ist das Ding. Das ist schade jetzt. Das ist jetzt mal ein bisschen die Stimme wieder gekühlt. Das war schön. Ja, da hatte ich hatte damit tatsächlich schon gerechnet, weil ich mich daran erinnere, dass das war schon vor Jahren so. Ach so. Hm. Das ist schade. Leute, warum macht ihr immer alles kaputt? Warum seid ihr so Fotzen? Was soll das? Macht doch nicht immer alles kaputt, was war nur mal Spaß im Leben. Alter, man sieht wieder, was war nur. Holy shit. Was für ein Scheiß-Gimmick. Weißt du, was das Problem ist, weil du jedes Mal, wenn du da durchgehst, das immer wieder, ne? Hallo? Was? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Warum redest du nicht Hallo? Mit mir? Ich rede doch. Warum redest du nicht mit mir? Hast du mich schon? Hast du mich jetzt? Junge, was ist denn jetzt? Hörst du mich oder hörst du mich nicht? Ich höre dich, Wollo, mein Süßer. Ja. Okay. Aber hast du mal geguckt auf den Kanal von meinem Onkel gerade? Der macht ja immer so Rap-Videos tatsächlich. Ja, kann ich mir jetzt schlecht nebenbei angucken, ne? Wenn wir hier. Das stimmt, das stimmt. Guck mal. Aber was anderes, du hast einen Themengenerator vorbereitet worden. Drück mal drauf. Lohnt sich das denn noch? Ja, 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 ja. Ich meine, darüber hatten wir schon oft geredet, aber das Erste, was hier direkt kommt, wie gut warst du in der Schule? Kleine Fragezeichen, Notendurchschnitt. Boah, weiß ich gar nicht. Also in der Grundschule war ich damals noch okay. Grundschule juckt nicht, Bruder. Jetzt, ich meine, hinten raus. Ja, na gut, dann war ich 2 Jahre Realschule, bin ich runtergeflogen, war zu schlau. Was? 2 Jahre Realschule? Ja, ja, ja. Ich war 6. und 7. Klasse Realschule und dann bin ich in 8 Mädchen runtergegangen. Aber Haupt. Ja gut, in 8 bin ich auch runter auf Haupt, aber ich bei uns ist es ja so 5., 6. 5., 6. Ist Ori? Nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. 1. bis 4. War Grundschule. Dann 5. Ja, genau. Dann war ich 5., 6. war ich in Realschule. Und ja, das kam auch schon komisch vor direkt. Und dann 7. bin ich runter. Ja, guck mal, bei uns ist nämlich 5. und 6. Klasse die Orientierungsstufe. Da wird man eingestuft sozusagen, ne? Ach so. Man Real, Haupt oder Gymnasium. Ich hatte auch eine Hauptschulempfehlung natürlich. Ich auch.
Aber meine Eltern haben mich natürlich trotzdem auf Realschule gesteckt, weil mit Hauptschulkrieg kannst du ja nicht arbeiten gehen danach. Ne? Natürlich nicht. Und es ist ja wichtig, dass ich in das Rad des Systems gerade, ne? Das muss. Natürlich. Und ja, aber ich war da auch nur ein Jahr tatsächlich. Dann bin ich runter auf Nudal der Hauptschule, die hat mich dann geformt. Nice. Ja, das war aber auch so, bei mir war auch so, also nach der vierten haben wir eine Empfehlung bekommen für die Schule. Ja. Dann bin ich halt auf Real gegangen. Die Realschule am Marschweg, für Leute, vielleicht, also vielleicht konnte es einer aus Kirchen oder so. Da bin ich hingegangen und dann war ich dann auf die Lagweg-Schule, die wurde aber dann geschlossen und dann sind wir zusammen in eine andere Schule gegangen. Also wir damals mit der, es gab ja damals mal so, ich weiß nicht, ob es bei euch auch gab, so Schulrivalitäten. Ja, die Bonhoeffer Schule da hinten, die sind scheiße und so, weißt du? Nee, gar bei uns war nicht. Zum Beispiel auch die Hauptschule und die Realschule war im gleichen Haus. Ja. Und das Gymnasium war auch direkt daneben, also man hatte sowieso alle so zusammen, keine Ahnung, da war nicht, nee. Das gab es bei uns nicht. Und es gab auch nur eine Realschule, eine Hauptschule, ein Gymnasium in der Stadt. Ja. Und also auch nicht irgendwie die andere Hauptschule hassen. Das ging nicht. Okay. Nee, also das haben. Aber ich war übrigens immer so ein Vierer-Typ. Dreien und Vieren. Hatte ich immer. Ja, bei mir, also ich hatte in Zeugnis hatte ich Englisch eine 2, das war, glaube ich, meine beste Note. Und dann hat alles Dreien und Vieren und nur in Physik, Chemie, weil es mich null interessiert, hatte ich eine 5 im Zeugnis. Die hatte ich immer in Sport. Die 5. Nee, Sport hatte ich eine 3, eine solide 3. Ich hab ja nie mitgemacht. Ja. Kein einziges Mal. Ich war ja damals noch recht fit und so und habe ja auch immer gerne, ich habe auch gerne Sport mitgemacht. So, ich hab auch wirklich so mal Challenges gesehen, immer versucht zu machen, so, boah, geil, rein da und so, ne? Das war schon schön damals. Also mir hat ich hatte immer Spaß früher, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Na, ich habe mich letztens nochmal so zurückerinnert, wo ich mir so dachte, na, eigentlich will ich ja immer gerne zurück, dies, das. Ja, dann ist mir doch wieder was eingefallen, ne? Wie viel Angst ich immer hatte, nach Hause zu kommen wegen Schule und dies und das. Ja. Das war schon ganz schön heftig, also wenn ich so überlege, das war schon wirklich, also ich hatte teilweise so Angst, ich bin gar nicht nach Hause gegangen, dann bin ich einfach erst 5 Stunden später nach Hause, bin da durch die Gegend gelaufen, weil ich so viel Angst hatte, mich nicht getraut habe, nach Hause zu kommen, wegen Zeugnis oder so. Okay. Deswegen, ich weiß gar nicht, vielleicht war doch früher nicht alles so geil, wie ich dachte. Ich bin jetzt ein bisschen, wie gesagt, erinnert. Aber Ricky, was war dein schlimmster Job im Leben? Da hast du doch bestimmt... Burger King. ...irgendwas Wildes. Das war das Schlimmste, Burger King? Ja, Burger King. Weil okay. Es so nervig war und immer so dieses... ich meine, ich hatte es jetzt zuletzt auch bei diesem Schraubenfirma. Ich kann nicht ja reden, ich hab so eine Online-Schraubenversandfirma gearbeitet, ne? Ja. Das war auch scheiße. Aber es war halt nur 2 Tage die Woche, bis sie mich natürlich dann gekündigt haben. Zu Recht, muss man fairerweise sagen. Ja, du warst ja immer krank. Ja, ja. Zu Recht. Ich hatte auch einfach keinen Bock. Ich wollte nur das Geld. Ja, ja. Klar. Hat mich 4 Monate über den Sommer gebracht. Nochmal danke dafür, schön an den Schraubenhandel, ne? Vielen Dank, dass ich bei euch krank machen durfte. Ey, im Grunde ist das eigentlich die beste Idee, ne? Man fängt irgendwo an, lässt sie so lange krank schreiben, bis sie einen kündigen. Und dann sucht man sich den nächsten und macht das wieder. Ja. Nein, aber. Du machst das eigentlich nicht. Keine Ahnung, ich wusste halt so, ich muss was machen. Ach, muss ich da wieder durch jetzt wirklich? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann auch links wieder durchgehen. Gott sei Dank. Nee, aber jetzt mal ohne Witz jetzt so, das war schon, also war schon schwierig. Also das war schon echt, ich war da schon echt. Also, boah, ich hätte mich auch instant gekündigt. Zu Recht. Ja, aber was war denn jetzt schlimm bei Burger King? Burger King generell war einfach so, dass ich glaube es einfach der Laden selber und ich habe einfach gemerkt, ich bin gerne lieber auf der anderen Seite. Ich bin viel lieber auf der anderen Seite. Viel lieber Kunde. Ich bin viel lieber der Follow. Du wurdest auch am Ende befördert, Ricky, zum Kunden. Das ist doch geil. Ich wurde zum Kunden. Oder? Ich habe tatsächlich selbst gekündigt nach 2 Monaten, weil erstmal haben sie mit der Bezahlung immer verkackt. So, das heißt, die 2 Monate, die würde ich die Arbeit haben, kam das Geld immer zu spät und so. Dann war das so, dass das... einfach der Laden an sich war sehr, sehr komisch. Das war einfach so, dann war erst keine Fritteuse da. Dann haben wir Brötchen rausgegeben, die waren verschimmelt. Und dann haben wir es erst später gesehen und so, weil dann das, haben wir gesagt, ja egal, die sind noch gut. Und dann waren die aber nicht mehr gut. Und das war richtig einfach eklig. Das war einfach, denn ich hatte da wirklich nur Teilzeit gearbeitet auf 80 oder auf 86 Stunden. Irgendwie auf das Niedrigste, was 96, 86 Stunden oder sowas irgendwie. Und dann, also so, dass ich gerade noch Krankenkasse bezahlt bekommen habe, ne? Und dann musste ich da aber trotzdem Überstunden schieben. Ich sag, warum muss ich Überstunden schieben? Und dann hat er das rassistisch gesagt, was ich hier. Ah, nein, das ist übertrieben. Aber ich hab okay. Hat gesagt, weil du der Einzige bist, der hier vernünftig Deutsch spricht. So, weißt du?
musste ich halt immer Überstunden schieben. Ich hatte teilweise mehr gearbeitet wie so ein Vollzeitarbeiter. Ah, okay. Hä, wieso, was warst du denn jetzt? Was hast du gesagt? Weiß ich halt nicht, ne? Ich war gespannt. Ich hab nicht Pole mit Schlepperbande verbunden, du Arsch. Ey, das, aber die Polen in den Kommentaren fanden es nicht schlimm. Das war zu sagen. Die haben es zwar auch nicht gesehen, was ich sehr komisch finde. Aber jemand hat einen guten Kommentar so. Man hätte auch Verbrecher sagen können. Ja, vielleicht. Aber dann hätte ich gedacht, dann kommt man nicht auf. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen. Ich glaube auch, das besser gewesen wäre. Ich kann auch nichts dafür, wenn mein Kopf das in dem Moment so verbunden hat. Entschuldigung, ich entschuldige mich. Das war nicht gut von mir. Ich gebe es ja zu. Mich danach auch geschämt. Gut, meine Lieben. Für was schämt ihr euch? Was für euer was war denn dein schlimmster Job? Ich wollte gerade sagen, da habe ich meinen schlimmsten Job auch noch erzählt. Ja, schnell, Dankeschön. In der Ausbildung. Das war meine erste Ausbildung. Ich war nachher 9. Klasse. Ich glaube, ich war so 14, 15. 1,50 Meter groß und wog 40 Kilo. Und sollte halt Gaswasser-Scheiße machen. Auf dem Bau, so richtig, ne? Und ich weiß noch, der eine wollte mich mal mit einem Rohr verprügeln, weil ich einen Fehler gemacht habe und so. Das war sehr schlimm und nach anderthalb Monaten durfte ich dann auch kündigen. Danke, Mama. Alter, das ist voll trauriges Ende jetzt. Ja, ja, das war scheiße, Digga. Ich dachte, wie ist das? Das war ganz schön scheiße. Ciao. Ja, tschüss. Ne? Schreibt rein, was euer schlimmster Job war und ob eure Mama euch liebt.